Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Baskalationskanal. Ihr wisst Bescheid, wir geben uns die dritte Single, ist es glaube ich von Nedanib, unbezahlbar, produziert von Labeck. Ja, was soll ich jetzt sagen, diesen übertriebenen Rap-Track, wo er so sich ausgesprochen hat, was ihn in der Rap-Szene stört, so übernice, feier ich übertrieben. Dann hat er diesen Song gemacht, Tiere, auch unbedingt abchecken, Leute. Ist jetzt kein Track, der so auf Dauerschleife läuft, aber auch sehr nice. Er macht einfach die Musik, die er fühlt. Ich bin gespannt, was er jetzt hier bei Unbezahlbar. Ich habe mir den Track extra noch nicht angehört gestern, damit wir heute drauf reacten können. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Scheint hier ein eher deepes Ding zu werden. Ich muss auf den Text warten, ob der Beat mir zusagt. Aber erstmal reingucken. Wir jagen Schein, als hätte Leben keinen anderen Sinn. Die Gier nach mehr macht uns langsam blind. Früher wollte ich immer reich sein um jeden Preis, ohne zu merken, dass ich jetzt schon lange bin. Hab zwei gesunde Beine, was ist schon ein fetter. Digga, nice. Er wollte immer reich sein. Danach habe ich gemerkt, dass ich immer reich bin. Ich habe zwei gesunde Beine. Es geht natürlich gleich noch weiter. Aber so um die Werte, was in der Welt verkehrt läuft. Geil. So, wir gehen nochmal zurück. Wir jagen Scheine, als hätte Leben keinen anderen Sinn. Die Gier nach mehr macht uns langsam blind. Früher wollte ich immer reich sein um jeden Preis, ohne zu merken, dass ich jetzt schon lange bin. Hab zwei gesunde Beine, was ist schon ein fetter Band? Loyale Brüder an der Seite und die beste Fan. Brauche nichts zu meinem Geburtstag, mir reicht eine SMS. Brauche nichts zum Geburtstag, mir reicht eine SMS. Einfach geil, geisteskrank. Digga, gefällt mir richtig gut. Er macht einfach das, was er fühlt. Er macht echte Musik. Er macht keine Streaming-Musik. Er könnte jetzt auch einfach Battle-Rap machen. Die Leute würden auch durchdrehen, weil seine Fans mögen ja Battle-Rap, ist ja klar. Ja, aber er macht einfach die Musik, die er fühlt. Er macht Rap aus den Herzen. So, ist einfach geil, dass Leute noch Musik machen, wie soll ich sagen, die erstens was mitgeben wollen oder die auch Herz in der Musik machen und nicht nur ans Geld denken, weißt du? Brüder an der Seite und die beste Fan. Brauche nichts zu meinem Geburtstag, mir reicht deine SMS. Wenn du an mich denkst, mir ein schönes Lächeln schenkst. Buntes Papier macht dich längst nicht reich. Erst wenn du teilst, Schwächeren die Hände reichst. Digga, geil. Buntes Papier macht dich nicht reich, sondern erst wenn du teilst und Leuten hilfst, so. Übernice. Buntes Papier macht dich längst nicht reich. Erst wenn du teilst, Schwächeren die Hände reichst. Mir egal, ob du aus dem Golf oder Bentley steigst. Denn die Währung, die am Ende bleibt, ist Menschlichkeit. Guck, wir gönnen uns zu selten Schlaf. Nur um S oder CL zu fahren. Wir gönnen uns zu wenig Schlaf, nur um S oder S. Also um Auto, um geile Karre zu fahren, so. Ihr wisst doch Bescheid, feiere ich übertrieben den Track. Wirklich übertrieben. Aber ich feiere sein Album bis hierhin echt sehr, weil er auch was mit der Musik mitgeben will. Er sagt hier mehr aus als viele mit ihren Alben oder wahrscheinlich auch mehr als der ein oder andere Rapper in seiner ganzen Diskografie jetzt nur auf den Singles, Alter. Bruder. Alle wollen siebenstellig bar, doch die schönsten Dinge kannst du nicht mit Geld bezahlen. Hab kein Mercedes, doch ich geh mit dir den Weg. Hab keine Breitling, doch ich schenk dir meine Zeit. Hab keine Kohle, doch... Also, ich hab keine Breitling, doch ich schenk dir meine Zeit. Ist ja eine nice Line, aber diese Uhren-Lines mit keine Zeit und so, die habe ich halt auch schon so oft gehört, ne? Also, es passt natürlich sehr gut in den Track rein. Passt ja auch gut zu dem Song, aber weiß ich nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn man so viel Rap hört wie ich, Alter, dann irgendwann reicht so, wisst ihr? Ich schenke dir mein Herz. Doch ich schenke dir mein Herz, Bruder. Wir schätzen nicht, was wir haben, wissen, was gerade fehlt. Ehren die Gesundheit erst, wenn's uns an den Kragen geht. Tauschen Sch... Mach nochmal zurück, das war auch eine sehr geile Line. Wir haben, wissen, was gerade fehlt. Ehren die Gesundheit erst, wenn's uns an den Kragen geht. Ehren die Gesundheit erst, wenn es uns an den Kragen geht, so ist es. Wir nehmen alles für selbstverständlich, egal was es ist, ob ja die Gesundheit, Augenlicht oder was auch immer es alles noch gibt, so, weißt du, alles wird für selbstverständlich genommen und nice, dass er so einen Text-Song macht. Könnte
einer meiner Favorites sein jetzt in nächster Zeit. Feier ich echt übertrieben. Tauschen schiefe Bahn gegen geraden Weg. Doch diese Brückenscheine kosten Mamas Tränen. Und keiner deiner Stempel auf den Reisepass gibt dir das Gefühl, was nur die Heimat schafft. Erst auf der Flucht vor dem Krieg oder in Einzelhaft. Erinnerst du dich, welchen... Digga, ich mach das gleich nochmal von vorne. Aber ich finde es auch geil, dass er das hier auch nochmal erzählt. Auch wenn ich jetzt höre, jeder heult wegen dem rum, den rum, den rum. Es gibt Menschen, die haben kein Dach über dem Kopf oder die kommen aus dem Krieg oder so. Und manche heulen wegen jedem Scheiß rum. Wisst ihr, was ich meine? Die wissen gar nicht, was Leid ist so eigentlich. Feier ich übertrieben. Hoffentlich bringt das einige Leute mal zum Nachdenken. Was nur die Heimat schafft. Erst auf der Flucht vor dem Krieg oder in Einzelhaft. Erinnerst du dich, welchen Wert die Freiheit hat? Um schöne Worte zu schenken, Treue und Ehrlichkeit. Brauchst du weder eine Villa noch Millionär zu sein. Blicken ständig auf die Uhr, doch checken nicht den Wert der Zeit. Bis am Ende. Blicken ständig auf die Uhr, aber checken nicht den Wert der Zeit. Digga, nice. Übertrieben krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Songs heute rauskommen werden. Ich mache das Video jetzt auch Donnerstag, 22 Uhr, 23 Uhr ist es, glaube ich, so. Ich weiß nicht ganz genau. Da wird nicht viel kommen, was da rankommen kann. Bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Und ich freue mich auf dieses Album. Zu dem Thema Boxen wollte ich auch nochmal sowas sagen. Bin überlegen, ob ich ihn supporte, eine Box hole, einfach weil mir seine Musik ganz gut gefällt. Aber eigentlich wollte ich von diesem Boxgame so ein bisschen weg. Habe ich ja in letzter Zeit auch schon öfter gesagt und aber ich überlege es mir auf jeden Fall. Und wenn ihr guten und echten Rap supporten wollt und ihr seid seine Fans und er macht eine geile Box, supportet die Musik, damit das nicht das letzte Album erstmal bleibt. Noch Millionär zu sein, blicken ständig auf die Uhr, doch checken nicht den Wert der Zeit, bis am Ende nichts als Erde bleibt. Und sonst nichts. Guck, wir gönnen uns zu selten Schlaf, nur um S oder CL zu fahren. Alle wollen siebenstellig. Ja, ist nice. Es geht einfach um die Werte, die was man nicht mit Geld kaufen kann, über das Selbstverständnis so eines Menschen, so über die Gesundheit, die man für selbstverständlich nimmt. Es geht nur um Geld, so alles, was einfach scheiße ist, so, weißt du, worüber die Leute einfach nicht nachdenken und wenn, dann zu spät, ist einfach ein nice Ding. Doch die schönsten Dinge kannst du nicht mit Geld bezahlen. Hab kein Mercedes, doch ich geh mit dir den Weg. Hab keine Breitling, doch ich schenk dir meine Zeit. Hab keine Kohle, doch ich schenke dir mein Herz. Doch ich schenke dir mein Herz, Baby. Feier ich übertrieben? Wenn es einen Kritikpunkt gibt, ne, wirklich einen, dann ist es, dass es nach 2 Minuten hier schon zu Ende ist. So ein 3-4-Minuten-Track, also ist natürlich nicht leicht, sich da Strophen herbeizuziehen, gerade bei so einem Track, aber ich bin halt kein Fan von 2-Minuten-Tracks, auch weil es heute Standard ist. Ich komme halt aus der Zeit, dass Tracks noch 3-4 Minuten gingen und so am besten mit einem dritten Part. Komm, wenn die Box hier nochmal angezeigt wird, können wir auch noch ein bisschen Werbung machen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wann es rauskommt. Ich meine, es kommt Anfang nächsten Jahres raus, also im Januar irgendwann, meine ich. Oder kann auch Februar sein. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Welchen Song feiert ihr am meisten und warum? Schreibt es unten in die Kommentare. Und ja, hättet ihr lieber Battle Rap, so deepen Shit, ehrlichen Shit? Schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Und ja, schreibt mir alles Mögliche in den Kommentaren. Sorry, bin ein bisschen durcheinander gerade. Und wenn du Rap so feiert wie ich, lass doch gerne ein Abo da und Support in der Nip. Ich bin raus, meine Freunde.